Ja, ich sehe etwas wild aus. Naja, wir haben es auch schon 11:30 Uhr. Da kann man etwas kaputter aussehen. Und zwar geht es um Domstreben. Ja, ich habe ja in meinem Polo die vordere schon eine ganze Zeit lang drin. Unten drin habe ich selber eine reingebastelt. Und ich lasse mal nebenbei die Hebel, das Auto hoch. Ja, so rum. Und Fahrwerkstreben, Domstreben verbessern eindeutig die Straßenlage. Das heißt jetzt nicht, dass ich es unbedingt mache, weil ich ein Raser bin. Nein, es ist wirklich so, es ist ein ganz anderes Fahrgefühl, besonders bei dem Polo hier jetzt mit dem 1.8er Turbo drin. Ich zeige euch mal schnell die untere, wo ich damals reingebaut habe. Oh, ich hoffe, man kann es hier jetzt erkennen. Und zwar diese hier, Querlenkerstrebe, die habe ich selber gebaut. Und ich kann es euch sagen, zuerst habe ich die gebaut. Fahrverhalten wesentlich besser. Und dann kam noch die obere rein. Und was soll ich sagen? Es hat sich weiter verbessert. Jetzt war ich jahrelang am Überlegen, ob ich wie in meinem alten Polo hinten auch eine Domstrebe reinmachen soll. Oh, kein Platz mehr im Kofferraum, kein Kofferraum, kein Kofferraum. Basskiste drin. Naja, jetzt habe ich mich halt endgültig doch dazu entschlossen, auch hinten eine reinzumachen. Naja, wer weiß, vielleicht kommt der Käfig auch nochmal hinzu. Dazu angepasst habe ich sie schon, Löcher habe ich schon gebohrt. Auch eine Wiechersdomstrebe, die wird hier jetzt einfach zwischengeschraubt, zwischen die Dome. Die Löcher habe ich hier jetzt mit Grundierung und Lack versiegelt, dass da ja nichts gammeln kann. Unten im Rathaus werden dann die Schrauben noch schön mit Dichtmasse und Co. komplett zugebarzt, dass da auch wirklich nichts mehr gammeln kann. Ja, das wäre das eine. Zum anderen habe ich vor, meine Batterie in den Kofferraum zu verlegen. Dazu habe ich mir eine bestellt. Und zwar so eine Optima Gel-Batterie. Ich hoffe, die taugt was. Dann habe ich mir gleich noch einen Batteriehalter mitbestellt. Bestellt hatte ich einen aus verzinktem Stahlblech. Gekommen ist einer aus Edelstahl, so wie es aussieht. Sehr geil. Ja, da liegen die Aufkleber für die Domstrebe. Warum will ich diese Batterie in den Kofferraum reinlegen? Ja, deswegen. Ich habe mir zusätzlich auch noch, beziehungsweise den habe ich mir zuerst bestellt, eine Luftfilter Airbox. Und die soll vorne noch Platz finden. Das Schöne an dieser hier ist, die hat ein Gutachten dabei für den Motortyp, den ich habe, sprich einen AUM-Motor. Und ich hoffe mal, dass ich da keine Probleme haben werde mit der TÜV-Eintragung, wird auf alle Fälle eine Einzelabnahme werden. Das heißt, der offene K- und N-Luftfilter hier fliegt raus und die Airbox wird dann hier so quer drin liegen, Luftschlauch ins Rathaus rein, dass er direkt Frischluft ziehen kann. Warum diese ganze Aktion? Diese offenen K&N-Luftfilter machen anscheinend die Luftmassenmesser des Öfteren kaputt. Ja, ist ja schon der dritte, den ich da drin habe. Und er zieht halt hier im Motorraum immer bloß warme Luft an. Sollen nicht unbedingt leistungssteigernd sein, diese offenen K&N-Luftfilter. Und ob jetzt das Ansauggeräusch am Ende dann lauter oder leiser ist oder kerniger, nein,
darauf kommt zwar wirklich nicht drauf an, aber ich verspreche mir halt etwas dadurch, ja, dass er Kaltluft anziehen kann endlich und nicht mehr die warme aus dem Motorraum. Gut, das ist jetzt soweit mal der Plan. Zum Batterieverlegen. Ich habe hier schon zwei 35 Quadrat oder was das sind, Kabel nach hinten, vorne Sicherungen drin, die bleiben auch erhalten. Warum? Ich habe ja vorne die Lichtmaschine auch als Stromquelle, dass wenn irgendwas wäre, dass es hier die Sicherung auch durchhauen kann, wenn die überhaupt dann durchbrennen. Und hinten im Kofferraum an die Batterie, ja, da kommen auch nochmal zwei Sicherungshalter hin. Den ganzen Spaß vorne mit dem Original Batterieanschlussgedönse werde ich hier auf eine Plexiglasscheibe setzen als Isolierung. Ja, hier habe ich noch ein paar Kabelschuhe, nochmal einen Sicherungshalter etc. pp. Und ich würde mal sagen, alles weitere dann später. Je nachdem, wie weit ich heute halt komme. Gut, Freunde, das ist der Plan. Und ich schaue jetzt dann, dass ich die Domstrebe erstmal reinschraube. Ja, und dann mache ich mir Gedanken, wie es weitergeht. Ah ja, Kofferraum, eben wegen meinem Subwoofer, wird alles komplett abgeändert. Ja, ich hatte ja hier einen doppelten Boden drin, unten drunter flacken die Endstufen. Kommt alles raus, wird alles irgendwie anders gemacht. Dazu habe ich einen Bekannten gefragt, der wird mir da helfen. Also dieses Video wird sich über einen längeren Zeitraum ziehen. Es könnte gleichsam sein, dass das ihr erst zu sehen bekommt, wenn hier 2-3 Wochen vergangen sind. Aber nichtsdestotrotz werdet ihr dabei sein und es sehen. Gut, bis zur nächsten Szene oder so ähnlich. Ich würde sagen, die kommt, wenn ich die Domstrebe drin habe. So, Freunde, die Domstrebe wäre drin. Bombenfest. Domstreben sind übrigens TÜV und eintragungsfrei. Also von wegen der braucht man sich keine Gedanken machen. Wie gesagt, sauber mit der Dome verschraubt. Da gibt es noch diese anderen Domstreben, wo oben auf die Stoßdämpfer kommen und von Stoßdämpfer zu Stoßdämpfer gehen. Leute, wer kaputte Stoßdämpfer haben möchte, der kann sich so eine von Stoßdämpfer zu Stoßdämpfer reinmachen. Ihr müsst euch vorstellen, im Stoßdämpfer oben die Kolbenstange geht hinein und hinaus. Dann kommt auf einmal, ja, die möchte gern Domstrebe und zerrt die Kolbenstange rüber, sprich die Kolbenstange scheuert dauernd oben an der am Simmerring, wenn der Simmerring drin ist, ja eigentlich schon, vom Dämpfer und schwupps die wupp sind die durch, kaputt, ölen, sabbern. Also scheiße, wenn dann eine sauber ordentlich verschraubt. Gut, das war mein Tipp zu den Domstreben. Ich werde hier jetzt noch die Teppiche, die Verkleidungen da entlang ausschneiden. Hoffe, dass ich das halbwegs hinbekomme, dass das nicht zu übel aussieht hinterher. Und dann kann ich mit dem nächsten Zeug weitermachen. So schaut's aus. Ja, Freunde, und so sieht das Ganze dann, ja, verkleidet aus. Dass da jetzt die Basskiste natürlich nicht mehr hineinpasst, ist klar. Wahrscheinlich kommt der Subwoofer in die Reserveradmulde, unten drin mit GFK verkleidet, ausgegossen, aber wie gesagt, das ist noch eine längere Aktion und ich überlege mir jetzt erst einmal, wie ich das vorläufig vorübergehend mit der Batterie mache. Rathäuser muss ich noch verbarzen. Genau, wir sehen uns später wieder.
Leute, wir haben es mittlerweile 2.42 Uhr. Ja, hier mittlerweile ein rechtes Massaker. Dazu zu sagen, meine Endstufen sind schon ja, gut über 10 Jahre alt. Die werden aber noch bleiben. In die Ersatzradwanne soll mal der Subwoofer dann reinkommen mit DFK. Und ja, hier habe ich gesehen, ja, darf ich etwas entrosten. Werde ich auch gleich mitmachen. Aber zuerst mal muss ich die Karre ordentlich aussaugen und ja, mir noch weiter Gedanken machen und hoffen, dass besagter Kumpel vorbeikommt, dass es dann mit dem GFK-Scheiß weitergeht. Batterie werde ich hier irgendwo seitlich mit der Halterung hinschrauben. Gut, aber ich sag's euch, für diese Nacht Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Szene für euch. Ciao. So, eine Nacht drüber geschlafen und ich denke, ich habe eine Lösung gefunden. Und zwar werde ich Licht anders hinlegen. Das Warndreieck hier weg. Dann, ich hoffe, man kann es erkennen, hier entlang ausschneiden, links, rechts runter und dahinter ein Brett setzen, wo dann die große Endstufe hingeschraubt wird. Und die anderen zwei werde ich wahrscheinlich ganz einfach an die Rücksitzbank hinschrauben, so dass man die zur Not noch umklappen kann, wenn mal wieder das Heckklappenschloss hängt und die Batterie ja einfach hier in dem Bereich. Ja, so einfach mache ich mir das jetzt und ich lege jetzt los, werde das Plastikding ausbauen und gucken, ja, wie es dahinter aussieht. Aber wenn ich mich recht erinnere, habe ich das bei entweder beim David oder beim Stefan sogar schon mal so gemacht. Ja Leute, dann lege ich mal los und hol euch wieder hinzu, wenn es was Neues gibt. Ja, und der Subwoofer wird dann wahrscheinlich wieder in eine Kiste reinkommen. Dann bleibt Ersatzrad erhalten. Mit Klebeband markiert. So säge ich das jetzt innen vom Klebeband ab. Und ja, das müsste oder ist genau die Größe von der Endstufe, dass ich die dann nachher sauber da reinbringe. Wie ich das Holz da drin befestige, ja, da lasse ich mir noch was einfallen. Aber ich denke, das werde ich auch noch hinbekommen. Und ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal dann den Kabelsalat da drin etwas mehr geordnet habe. Beim letzten Mal war mir das scheißegal. Doppelter Boden drüber, hat man nichts mehr gesehen. Naja, gut. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich Anlage einbaue. Bis zur nächsten Szene, tätig sagen. Das, was jetzt noch übrig ist, wird ganz einfach wieder eingeklipst. Und dann sehen wir schon weiter. So Leute, ich hoffe, man kann es sehen. Ich werde jetzt das Brett genau den Ausschnitt da entlang aussägen. In der richtigen Größe, hoffe ich zumindest. Und dann hier und hier drüben zwei Schrauben. Und hier unten, weil bis darunter wird es gehen, mache ich dann einfach ein oder zwei kleine Blechlaschen pro Seite hin und es reicht dann auf alle Fälle, dass die Endstufen oder die Endstufe ja fest genug da dran hängt. Genau, dann werde ich mir jetzt irgendein Holzbrett schnappen und es zurechtschnibbeln. So Freunde, das Brett ist drin. Ja, links und rechts haben wir hier halt noch einen kleinen Luftspalt, aber der ist mir scheißegal. Das Brett ist fest. Unten, wie gesagt, vier Schrauben. Hier oben zwei. Ja, und da kann dann im Endeffekt die Endstufe ist sauber hin. Der Teppich, ich weiß nicht, ob ich den ein bisschen noch ausschneiden muss. Egal, wenn es so ist. Er wird hier sowieso eingeschlitzt, weil ja an die Seite hier die Batterie hinkommt. Ich glaube, die werde ich jetzt den Batteriehalter nachher dann als nächstes festschrauben.
Das Brett wird übrigens noch bezogen. Tja Leute, es ist doch schon echt der Hammer, wie man immer die Zeit unterschätzt. 20 vor 10 wird Zeit, dass ich hier Feierabend mache. Guck mal da rein. Mittlerweile habe ich hier den Batteriehalter rein und fest mit dem Boden verschraubt. Der Teppich ist geschlitzt, dass man den noch hochklappen kann. Wenn die Endstufen halt weg sind da drüben, dann kann man zur Seite ziehen und Teppich hochklappen, kommt man auch wunderbar ans Ersatzrad ran. Die wird jetzt dann noch schnell festgeschraubt. Die zwei Endstufen provisorisch angeschlossen. Also, naja, wilde Verkabelung ist es. Und dann hier noch ein bisschen zusammenräumen, also so, dass ich das Auto rausrollen kann. Batterie vorne anschließen und dann Feierabend für heute. Das heißt, es gibt definitiv einen zweiten Teil von meinem Polo. Ich mache das jetzt ganz einfach so. Warum? Ich habe Lust drauf und naja, gucken wir mal, wann es weitergeht. Lang kann es nicht dauern, weil ohne Musik, nee, nicht ganz ohne Musik, ohne Bass zu fahren ist zu langweilig. Also Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Polo-Bastel-Video. Salute!